Hallo, hallo, mein Lieben, ich bin's wieder, eure Melissa. Wir machen heute ein Körperpeeling. Das ist ganz, ganz leicht und ideal, wenn man baden geht. Dazu braucht ihr Öl, einen Behälter, einen Löffel, ganz, ganz viel Zucker, wer mag, auch noch Lebensmittelfarbe. Ihr gebt in eine Schüssel die über die Hälfte vom Zucker hinein. Richtig, richtig viel Zucker, weil der Zucker ist ja der Peeling auf der Haut. Dann ein Löffel Sonnenblumenöl, einen Behälter natürlich, wo ihr alles reintut. Und Lebensmittelfarbe kommt dann noch hinein, in welcher Farbe auch immer. Ihr könnt auch Pfefferminztee hinzugeben oder für den Geruch halt. Oder was auch immer. Auf jeden Fall muss etwas Öl dabei sein. Das ist die Konsistenz von Peeling auftragen lassen und die Haut viel geschmeidiger ist. Oh, merkt ihr das? Ich habe immer so einen Zungenbrecher, auch bei meinem letzten Video war das so. Komisch, na egal. Bis es halt so eine Masse ergibt. Ich habe jetzt noch zur Dekoration und zum Geschmack, man kann das nämlich auch essen. Wenn man das auf die Haut tut und man hat mal ein bisschen Hunger, kann man mal ein bisschen auf was vernaschen. Ihr nehmt einfach ein bisschen was von dem Ding, tut es auf eure Haut und ja, dann wischt ihr das Ganze nochmal ab. Und zur Dekoration habe ich solche Vanilleaugen reingemacht. Ich zeige es euch mal. Ihr könnt auch alles andere benutzen an Deko. Es ist ja völlig egal, was ihr hineintut. Ich habe es einfach nur zur Deko gemacht. Wartet, Leute. Ich habe einfach solche Vanillenäuglein reingemacht, einfach um es schöner aussehen zu lassen. Ich habe Pink genommen, pinke Speisefarbe. Und ja, ihr könnt auch Blau nehmen, Türkis, was auch immer. Und ihr müsst die Masse in der Schüssel halt alles gut verrühren und dann alles in einen Behälter geben. Und wenn ihr noch zu viel habt, dann könnt ihr immer mehr Schüsseln machen. Ich brauche jetzt 3 Schüsseln, um dass das jetzt so viel ist. Und ja, dann gebt ihr einfach eure Schönheitsdekorationen hinein. Man kann auch sowas rein tun, solche Smileys, was euch auch einfällt oder ihr reinhaben möchtet. Manche tun es dann noch zum Ende, am Ende in den Kühlschrank. Ich persönlich mache das jetzt nicht. Und ja, Zimmerertemperatur kann es ruhig draußen bleiben. Und ja, dann wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß mit eurem angenehmen und leckeren Bad mit dem Peeling. Tschüss!